Ich glaube, so langsam sollten wir anfangen. Schönen guten Morgen. Willkommen zum zweiten Tag unseres Kongresses. Geht das mit dem Mikro oder näher oder weiter? Passt? Gut. Ja, wir haben das Programm ein wenig verändert. So, dann brauchen wir noch einen Stuhl. So, nachdem gestern ursprünglich geplant war, dass wir nach den Vorträgen jeweils eine Diskussion halten, das aber aus Zeitgründen nicht funktioniert hat, haben wir beschlossen, das ein bisschen umzuorganisieren heute. Wir haben ganz einfach gesagt, wir ziehen die Diskussion von gestern auf heute sozusagen nach hinten und machen das Ganze in Form einer Podiumsdiskussion. Die Referenten, die noch da sind, sitzen vorne. Wir können Fragen diskutieren. In diesem Sinne würde ich vorschlagen, starten wir. In diesem Sinne, ich stelle noch mal kurz sozusagen die Diskussionsteilnehmer vor. Einmal Arthur Drossen, er hat gestern referiert über diesen wissenschaftlichen Hintergrund der Mediation. Professor Heike Egner über Komplexität und Emergenz in der Mediation. Herr Rudolf zum Thema Notwendigkeit und Optionen der Deeskalation in Familiensachen. Und Professor Schmale und Caroline von Frankenberg zum Thema persönlichkeitspsychologische Grundlagen der Mediation, dargestellt an Beispielen aus der Praxis. Wir haben vorne oder wir haben während der Vorträge schon Fragen an die Pinnwand geheftet. Ich würde aber zuerst gerne das Wort an euch und Sie richten, im Sinne von, gibt es Fragen, gibt es irgendetwas, Kommentare, Anmerkungen, Fragen zu dem, was gestern in den einzelnen Vorträgen berichtet und referiert worden ist. Wenn, gerne vorne aufstehen, entweder sein Mikrofon oder ich mache hier das Mädchen und bum bum. Also was mir gestern aufgefallen ist oder so im Nachgang heute Nacht, ist eigentlich, dass alle Referenten ja irgendwie auf einer gleichen Ebene von irgendwie der gleichen Sache sprechen. Also wenn ich mir das in meinem Kopf sozusagen durcharbeite, dann stelle ich fest, dass egal von welcher Perspektive man auf die Sache Mediation oder die Komplexität oder alles Mögliche guckt, dass wir eigentlich an so vielen Ecken gleich gucken, obwohl wir so verschieden sind alle. Und das finde ich so faszinierend. Das würde ich mir wünschen, dass dieser Gedanke sozusagen weiterlebt und mit der Kompetenz, die da vorne sitzt und auch mit dem, was wo auch immer noch herkommen kann, einfach weitergeführt wird. Ich kann das nicht anders ausdrücken im Moment, aber das ist so mein Gefühl gerade, was gestern so gewachsen ist, wo ich dachte, das muss einfach in die Welt irgendwie. Und ich weiß noch nicht wie, aber es muss irgendwie raus. Deswegen freue ich mich, dass wir die Gelegenheit hier haben, noch das so zu nutzen in dieser Form. Die Antwort darauf ist natürlich integriert. Ja.
wir nach vorne miteinander diskutieren. Warten wir über. Irgendjemand? Ah, ganz hinten. Ich komme. Alles gut. Es schadet nicht, wenn ich mich ein bisschen bewege. Okay. Ist nicht an. Und ich hatte mich da gefragt, wenn der Streit notwendig ist oder, wie es wir bei Jürgen gelernt haben, eine ganz andere Einsicht wie Baudezernent, Kammer, auf Familienrecht führt zu so viel Neuem. Ist es da nicht schlecht, wenn wir Harmonie durch Mediation herstellen? Ich glaube, die Frage richtet sich an alle, vielleicht Professor Schmale, Arthur. Ja. Herr Schmale. Ich würde gerne was dazu sagen. Und zwar, wir müssen die Begriffe genauer definieren. Und wenn wir von Harmonie sprechen, dann dürfen wir nicht glauben, dass das Harmonie die Beseitigung aller Differenzen ist, sondern die Harmonie baut auf Differenzen auf. Die Harmonie ist das Zusammenspiel von eigentlich eigenständig sind und aus dem Zusammenspiel von Differenzen. Und das klingt dann als ein Ganzes und das ist dann ein Ton, aber jeder Ton besteht physikalisch gesehen aus sehr vielen unterschiedlichen Frequenzen. Und wenn man das Denkmodell dann hat von Harmonie, dann stimmt es überein. Harmonie ist ja ein Begriff aus der Musik, den gibt es anderswo gar nicht. Also nur zu der Frage, ob atonale Musik auch Harmonie hat. Natürlich. Ja, okay, damit. Auch die Disharmonie ist ein Element der Musik und besteht daraus. Und wenn in der Musik keine Disharmonie wäre, dann würde es keine Übergänge geben, die verbinden nicht. Alles ist im Fluss. Das ist ja das, was wir auch so betont haben. Völlig bestätigt und hatte sogar einen Vorschlag, wie ich diesen Begriff der Kinder, wie war das? Das Kindeswohl, wie das aufgelöst werden könnte durch unsere Art von Signifikanz und Signifikat. Darf ich dazu mal ein kleines Beispiel geben, das wird Sie sehr interessieren. Ich kann Ihnen auch die Tondatei dazu geben. weil wir machen eine Fehlausbildung. Ich habe die Idee, Mediation zu lehren, und zwar so zu lehren, dass man sie spürt. Also ich sage da, Mediation erzeugt einen Flow, der emotional spürbar ist. Und um das auszudrücken, kam mal die Idee auf, wir sprechen auch vom Rhythmus der Mediation, und wenn wir das Wort Rhythmus benutzen, sind wir schon in der Musik. Und dann hatte ich mal jemanden gefragt, es wäre doch schön, wenn man die Musik analog, also musikalisch darstellen könnte. Zufälligerweise war der, den ich gefragt habe, auch Mitglied im Verein, irgendwie so ein Musikmanager neben dem Anwalt, der dann unter anderem die Black Flöße in Köln betreute oder da einen kannte. Und dann kam der Andreas Wegner, der Pianist von denen, der fühlte sich angesprochen und hat gesagt: Ja, das mache ich, das ist eine gute Idee. So meine Vorstellung war, ich tonalisiere die Phasen sozusagen. Ne? So, und er hat dann ein Lied komponiert. Wir haben das hier, das ist unsere Hymne geworden. Dann, ich habe die gestern nicht gespielt, weil die natürlich
sie dann komponiert hat, war seine Scheidung. Ja, man kann sehen, die Spannung an Musik, die da aufkommt, ist total faszinierend. Und schön, schöne Stücke. Schick mal den Ding. Da wollte ich auch, glaube ich, noch was dazu sagen. Schwierig das ist, nur man würde sagen, gelingende Kommunikation an sich ist höchst unwahrscheinlich. Ich würde hinzufügen, gelingende Kommunikation, also im Sinne von Verstehen, dem inhaltlichen Verstehen ist höchst unwahrscheinlich. Wenn es nun mal gelingt, in der Mediation einen Moment der Harmonie zu erzeugen, ich weiß jetzt nicht, was für ein Bild Sie von Harmonie haben, vielleicht tatsächlich von Gleichklang, Einigkeit und die Komplexität des anderen verstanden zu haben und dann vielleicht auch ein Gefühl von Identität, dann ist die Frage, wie lange diese Harmonie auch anhalten kann. Ich weiß nicht, Sie kennen vermutlich das alle auch aus Beziehungen, wenn Sie einen sehr engen Moment hatten, vielleicht ein ganzes Wochenende oder so eine Woche in Harmonie, dann geht die Bewegung auch wieder auseinander. Mein Geld darauf wetten, dass die Kommunikation dafür sorgt, dass in der Unwahrscheinlichkeit des Verstehens wieder Arbeit beginnt. Okay. Ja. Dazu sagen, und zwar, ich selber habe für den Begriff Harmonie sehr viele Interpretationen. Wenn zum Beispiel zwei Kriegsparteien die Spielregeln festlegen, nach denen sie sich gegenseitig umbringen wollen, könnte das Harmonie sein. Wenn hier viele Leute sind, die vielleicht die gleichen Erfahrungen gemacht haben über Jahrzehnte, dann weiß ich nicht, ob das Harmonie ist. Wenn wir die gleichen schlechten Erfahrungen gemacht haben, zum Beispiel, daraus Konsequenzen ziehen, mit ganz unterschiedlichen Wegen, Mediationen, was ich gestern versucht habe zu transportieren, nämlich dass auch Druck ausgeübt werden muss, um Menschen auf eine Reise zu schicken. Das heißt, wenn wir in dem System, was ich gestern zu beschreiben versuchte, Menschen auf diese Reise schicken, das heißt in die Mediation, das ist eine Form der Reise. Ich weiß nicht, ob das harmonisch ist. Die empfinden das, wenn ich diesen Druck ausübe, ich mache euch einen Vorschlag, den ihr nicht ablehnen werdet, als überhaupt nicht harmonisch. Was sie kennenlernen, ist, dass wenn die Beratung oder die Mediation sie mit einmal, also bestenfalls die Sichtweise ihrer Kinder mit einmal übernehmen können, die sie bisher gar nicht gehabt haben. Dass man ihnen vermittelt hat, was passiert hier eigentlich, wir sprachen gestern auch von der Wahrnehmung, wir nehmen eigentlich unsere Kinder das, was wir hier als Schauspiel anbieten, wie nehmen die das? Einige schicken sogar ihre Kinder in die Therapie, sie werden das kennen, schon selber in die Therapie zu gehen. Das hat alles, wenn man diese Erfahrung austauscht und Schlüsse daraus zieht, daraus finden. Das hat ganz wenig etwas mit Harmonie zu tun. Und noch ein letztes dazu. Ich bin in Zusammenarbeit mit der Shanghai University of Science Law and Law of Science, Social Science and Law. Und wir machen unser Sommerschulprogramm und dort spielt die Harmonie in so einer ganz tausend Jahre alten Geschichte eine Riesenrolle, ohne dass das, wenn man so aus dem Kölner Raum kommt, man sagen würde, weil was mit Klümmelei oder so zu tun. Deshalb möchte ich damit noch andeuten, dass man mit dem Begriff Harmonie sehr viel sogar auch Gegensätzliches verbinden kann. Vielleicht doch noch ein Element dazu zu sagen, was wichtig ist, um überhaupt in unserem Bereich von Harmonie sinnvoll zu sprechen. Harmonie ist alles. Das ist die Regelhaftigkeit von Einzelelementen untereinander. Dafür ist das Wort Harmonie. Und auch eine Disharmonie ist dann eine Art der Harmonie. Aber wichtig, das wollte ich noch schnell sagen, ist ein zeitlicher Aspekt. Eine Harmonie, die immer gleich bleibt, ist gar nicht mehr wahrnehmbar als Harmonie. Das heißt, stellen Sie sich vor, Sie hören den ganzen Tag von morgens bis abends eine Harmonie, dann
nach 20 Minuten zu untersuchen, wir haben das ergeben, hören Sie dann nichts mehr. Wahrnehmen ist Differenz, haben wir gesagt, wahrnehmen. Und so ist es auch mit Harmonie. Harmonie muss sich ändern, damit es Harmonie und Regelhaftigkeit bleibt. Dazu vielleicht noch ein praktisches Beispiel. Wir waren neulich in einem Laden und da plätscherte Musik. Und irgendwann haben wir den Verkäufer gefragt, nachdem wir das so nach 10 Minuten fürchterlich auf den Keks ging. Sagen Sie mal, wie halten Sie das hier aus? Sagt er, ich höre das schon. Das ist völlig normal. Das Gehirn blendet das tatsächlich dann aus. Deswegen kann man auch neben Bahnstrecken leben und so weiter und so fort. Es beeinträchtigt trotzdem, aber man nimmt es nicht mehr bewusst wahr. Ich lehne mich, glaube ich, so aus dem Fenster, muss aus der technokratischen Sicht Energiefreisetzung. Wenn ich mir das als Physiker vorstelle, Energie kann nicht kreiert werden, kann nicht vernichtet werden. Energie kann umgewandelt werden. Wenn man jetzt eine Beziehung hat und es entwickelt sich ein Konflikt, ist diese Freisetzung des Konfliktes nichts anderes als die Transformation einer potenziellen Energie in eine wirkende Energie. Und diese wirkende Energie kann entweder zerstörerisch sein oder zielführend sein. Und da ist der Punkt, wie ich denke, wo der Mediator eingreifen können und den Fluss der Energie etwas regulieren können, dass es nicht zum Dritten Weltkrieg kommt, sondern dass wir vielleicht aus der Energie, die wir gewinnen, was Neues aufbauen können. Ja. Das ist so mein Gedanke, meine Idee dazu. Dazu mein Hinweis auf die Homöostase, wo das ja klar wird. Die Homöostase ist das Prinzip, auf Null zu liegen, aber die kinetische Energie, die potenzielle Energie drin ist, die dann frei wird, wenn eine Störung einsetzt. Und die Homöostase hat die Regelhaftigkeit, das Prinzip, bei einer Störung eine Gegenkraft zu entwickeln, das wieder zurückzuführen. Unsere kulturelle Leistung besteht darin, dass wir dann einen Block reinhauen und dann die Umleitung der Energie machen, genauso wie Sie das in der Physik beschreiben, eindeutig. Und das ist dann Sublimation. Genau. Und wenn man das bedenkt, kann man, glaube ich, in der Mediation sehr viel Verständnis bringen. Nicht verstehen ist dann Einsicht in solche Zusammenhänge, ob Harmonie oder Energie, solche Fragen, die im Bios schon vorhanden sind. Gut, noch jemand vom zur Homöostase, wenn ich aus der Systemtheorie darauf blicke und aus dem, was ich aus den Naturwissenschaften weiß und aus den Sozialwissenschaften, dann habe ich den Eindruck, dass dieses Gleichgewichtsdenken, ja, das was immer mit der Homöostase einhergeht, uns aber gleichzeitig auch Schwierigkeiten macht, weil wir denken, wir wollen zurück zu einem Gleichgewicht. Es geht aber nicht zurück zu einem Gleichgewicht. Das ist ja das, was in der Ökologie-Debatte auch immer so kommt, wenn ein Ökosystem oder ein Biotop oder etwas aus einem Gleichgewicht geraten ist, müssen wir etwas tun, damit es zurück ins Gleichgewicht kommt. Dann ist es tot, genau. Deshalb halte ich diese Vorstellung vom Gleichgewicht eigentlich hinderlich für unser Denken, weil es etwas impliziert, als gäbe es so etwas wie einen Idealzustand. Und das durchzieht sich viel in der Politik und der Debatte über Ökologie, was ich wirklich hinderlich finde, weil es scheint so zu sein, als könnten wir etwas regeln, dass ein Zustand eingenommen wird, der ideal sei, harmonisch oder was auch immer. Ich halte das für eine Illusion und auch für tatsächlich den Tod, weil die Lebendigkeit dann aufhört. Gleichgewichtszustände gibt es, wenn man systemtheoretisch darauf guckt, immer wieder, aber sie sind dynamisch. Das heißt, das System entwickelt sich weiter und da gibt es, es hängt von der Zeit ab, wie man da drauf guckt. Wenn ich eine Momentaufnahme mache von etwas und da gibt es wenig Variabilität, dann sehe ich in diesem Moment einen Gleichgewichtszustand. Nämlich einen größeren Zeitraum, dann sehe ich eine große Volatilität, das bewegt sich und verändert sich mal in einen anderen Zustand wieder und wieder zurück. Es ist Bewegung darin und diese Vorstellung von Gleichgewicht erzeugt so etwas wie Bewegungslosigkeit. Und deshalb habe ich ein bisschen Schwierigkeiten mit diesem Begriff und würde ihn am liebsten abschaffen. Und vielleicht noch dazu. Diese Gleichgewichtszustände sind niemals zweimal dieselben. Nein, natürlich können, nicht. Können ja zwangsläufig nicht zweimal dieselben sein. Ganz genau. Und, ja. Ja.
Entschuldigung, ich wollte ganz gerne mal sagen, wir würden es völlig unterstreichen, nur mit dem einen Unterschied. Ich würde dafür warnen, deswegen den Begriff fallen zu lassen. Wir brauchen diesen Begriff. Ja. Wir müssen ihn bloß anders definieren. Gleichgewicht ist nicht Ziel. Wenn wir Gleichgewicht als Ziel nehmen, dann ist das der Tod. Aber was ich meine ist, Gleichgewicht ist ein Prinzip, aus dem heraus die Differenz die Kraft bringt. Also das ist der Ausgangspunkt einer vorgestellten Sache. Und dann gehen wir wieder auf die Physik zurück. Dort hat es dann wieder völlig eine Bedeutung, nämlich die Gleichheit zweier Kräfte. Denn bloß wissen wir aus der Physik, wenn zwei Kräfte gleich sind, dann spürt man keine. Erst die Differenz bringt dann das Leben. Aber das muss als Prinzip dann im Hintergrund doch auf der Basis einer Homöostase, das heißt einem Gleichgewicht, der eine Nulllage beinhaltet, aber potenzielle Energie hat. Das Gleichgewicht. Darf ich mich mal mit dir ziehen? Der wissenschaftliche Hintergrund ist extrem interessant. Aber jetzt sage ich mal, wie ich mit der Ton damit umginge. Weil das Phänomen haben wir oft, das sind Parteien, die kleben an einem Zustand fest, der mal gut war, ja, und versuchen ihn wiederherzustellen. Da sind wir genau auf dem Thema, über das ihr gerade diskutiert. Aber was mache ich in der Mediation damit? Ich frage nicht, ist das möglich oder nicht. Ich frage, was war denn so gut an dem Zustand? So, und jetzt geben die mir Kriterien, also ich bin gedanklich in Phase 3, ne? Das hat mir gefallen und das hat mir gut getan. So, und dann bringe ich an Phase 3, ich arbeite die Kriterien aus für eine neue, andere Lösung. Ne? So, und jetzt kommen die Fakten dazu, ist das überhaupt noch möglich? Dann wahrscheinlich nein. Und dann, wie macht man das denn, damit da jetzt eine neue Realität aussieht? So würde die Mediation das umwandeln. Wir haben das ja gestern auch beschrieben, ganz kurz, mit Adam im Sündenfall. Also ich meine, das ist ja nur ein ganz einfaches Beispiel. Ich kann nicht zurück ins Paradies, ich muss das Paradies in meiner neuen Situation, ich bin ja nur rausgefallen, nun muss ich es mir neu erschaffen. Also das nur mal, um vom Wissenschaftlichen auch in ein Bild zu gehen. So, bevor jetzt Heike hatte, glaube ich, einen Punkt, war ich erst aufzeichnen, dann kann ich. Ah, machst du gleichzeitig, okay. Ja, ich bin, einige von euch wissen es, ich bin Musiklehrer von ganz frühem Beruf. Ich bin Touristiker, das ist nicht ganz so neu, der Mediator ist das Neueste. Und seit gestern Abend buchstäblich prasselt das so rein, was für Situationen aufgrund der Vorträge erlebe ich in der Musik und im Tourismus. Und heute Morgen habe ich jetzt gerade angetriggert eine Nachricht, Reisen, wer Reisen bucht, auf eigene Verantwortung. Das heißt Verantwortung übernehmen, diese Unklarheit, aber die eine Beweglichkeit erzwingt. Und dann kam ich hinterher auf die Musik und meinen Schülern, Schulmusik mache ich keine mehr, aber das kann ich erklären. Ich habe, wir haben in Musik, haben wir das harmonische, das melodische Prinzip. Das ist eine reine Sinuskurve, bereinigt um alle Hüllkurven. Und wenn ich das als horizontales Prinzip darstelle, ist das das. Das ist ein reiner Sinuston. Die Chinesen brauchen es bis heute in der DDR. Ich hoffe, es hat es niemand erlebt. Wurde es auch als Folterinstrument gebraucht. Das ist ein hervorragendes Ding. Ich kann es Ihnen empfehlen, weil es keine sichtbaren, messbaren Spuren hinterlässt. Aber der Mensch ist nachher kaum. Wenn Sie ihn einsperren mit einem reinen Sinuston, probieren Sie es aus im Internet, gibt es die runterzuladen, nach 2 Minuten vertikal. Das andere ist der reine Rhythmus, das heißt eigentlich kein Rhythmus, sondern der Takt. Machen die Chinesen auch, Kopf rasieren, hinsetzen und einmal in der Wortminute einen Tropfen Wasser auf den Kopf tropfen lassen an die gleiche Stelle. Das hat eine ähnliche Wirkung, man wird wahnsinnig dabei. Das ist das. Was ist das? Heute Sonntag. Sonntagspredigt. Super, der Mensch. Das christliche Symbol für den Menschen. Und letztlich in der Musik und was wir im Leben haben, das ist die Kombination im Flow von diesem, was Herr Schmale auch gesagt hat, dieser Flow, oder auch der Arthur hat das erwähnt, den wir da erzeugen müssen. Und das Geile an der Musik, an der ganzen Performing Arts ist wirklich, wir können nie zurück. Ich bin ein furchtbarer Nostalgiker, aber die Musik, der Tanz, ich habe auch Tanz studiert, das ist wirklich das. Und interne Mediation ist ja auch, oder integrierte Mediation ist auch Selbstmediation, die empfehle ich sehr oft und da arbeite ich in der Richtung.
Und diese Spannungsfelder, die in mir wirklich ganz extrem sind, das ist eigentlich das, was ich hier in der Umsetzung dann sehe. Und dann die Frage, wie können wir das einsetzen, Augen öffnen und wir sehen es täglich. Tagtäglich. Jede Sekunde sehen wir ein Phänomen in der Umsetzung. Es ist, ich denke, es ist mehr ein Bewusstmachungsprozess. Wie kriegen wir es an den Mann? Das ist dann der Marketing. Ja, es passt vielleicht sogar. Das unterstütze ich und verstehe das alles. Dennoch, wenn ich mir die Diskurse angucke in der Öffentlichkeit und in der Politik und auch im Privaten und damit auch in der Mediation mit den Medianten, dann ist da ein ziemlich großer Unwille für Veränderung. Und es gibt einfach den Gebrauch dieses Bildes von Gleichgewicht, den ich sehr hinderlich finde. Und woran ich gerne arbeiten möchte, das tue ich auch als Hochschullehrerin, dass ich versuche zu verdeutlichen, dass was tatsächlich immer ist, ist Veränderung. Und Flow von mir aus kann manchmal, Veränderung kann als Flow empfunden werden. Die meisten empfinden es aber nicht als Flow, sondern sie haben eine Riesenangst vor Veränderung. Das ist es aber, womit wir umgehen müssen. Und da hilft uns das Bild vom Gleichgewicht nur in einer abstrakten Form oder in einer fortgeschrittenen Form. Wenn wir an Gleichgewicht denken als Bild, hält uns das meist fest. Deshalb bin ich wissenschaftlich sehr, glaube ich, können wir uns sehr, sehr schnell einigen, aber in der Diskussion oder in den Bildern und Vorstellungen und den mentalen, nennen wir es auch Illusionen, denen wir gerne anhängen, wie das Leben funktioniert und was ich mir wünsche, dann sehe ich in meinem Umfeld, dass Veränderung das ist, was am meisten Angst macht. Und dabei ist das, was das Leben ausmacht. Und das, was es auch so wunderbar macht. Veränderung ist das, wo Freiheit drinsteckt. Und wer will das nicht? Wenn ich dazu vielleicht kurz ein Bild ergänzen darf, das mir jetzt gerade so in den Kopf kommt. Ich denke nochmal an die Vögel. Aha. An die Vögel, das Bild mit den Vögeln, die da fliegen. Von außen sieht super aus, ist ganz toll, sagt jeder, boah, wie toll. Und jetzt stelle ich mir vor, diese Menschen, die um uns rum sind, als einzelner Vogel da drin, das wäre für alle der Horror. Die hätten alle Angst davor, anstatt zu sehen, Mensch, wie genial das ist. Ja, wir sind da drin, wollen es aber gar nicht sein, Herr Professor. Ja, ich bin völlig klar, dass es natürlich eine Soziologie, Psychologie, das ist ja dasselbe. Aber dazu gehört auch die Physiologie und dann auch die Physik. Dann haben wir wieder die Integration. Und deswegen aber nur in der Anwendung, auch in der Praxis. Ich würde nicht meinen, ich würde mich nicht gerne in die Theorie-Ecke stellen. Dazu würde ich dann sagen, Theorie kommt aus dem Griechischen, heißt sehen. Und das ist nichts so praktisch wie eine gute Theorie. Ganz genau, das wollte ich gerade sagen. Deswegen sind wir auf derselben Ebene. Und deswegen darf ich nochmal abschließend sagen, völlig richtig, wir treffen auf die Angst vor Veränderung. Aber das darf uns als Mediatoren doch nicht dazu bringen, zu sagen, ja, dann müssen wir auf die Veränderung, dann müssen wir eben mit dieser Angst, das ist so, aber mit dieser Angst können wir arbeiten, wir können dahin wirken, dass die lernen, mit dieser Angst umzugehen und nicht sagen, weil die Angst haben, sagen wir, Veränderung gibt es nicht. Aber hier wollte ich noch, hier auch noch schnell was sagen, um meine oder unsere Ansichten von gestern hier einzubauen. Sehr schön, wenn er von Melodie spricht. Das ist bei uns metonymische Verschiebung. Das geht in der Richtung. Und wenn er von der Harmonie spricht, so, dann ist das unsere metaphorische Verdichtung. Harmonie ist metaphorische Verdichtung. Und die Melodie ist die Metonymie, die Erzählung, die der Kandidat, der zu uns kommt, den müssen wir erzählen lassen. Sing mir was vor, gib mir eine Melodie vor, erzähle, nicht fragen, sondern erzählen lassen. Ich finde das wunderbar, dass wir hier zusammen zu demselben, wie Sie richtig sagen, Schlüssel kommen und überall dasselbe finden. Ich würde mal gerne aus der Praxis jetzt ein Phänomen schildern, wenn man neugierig, wie er damit umgeht.
sehr hoch eskalierte Konflikte. Und da erleben wir das Phänomen, die eine Partei bezwingt eine Veränderung, ja, und die andere wehrt sich dagegen. So, und das Problem ließe sich leicht regeln, wenn das Erzwingen von der Änderung nicht so ein brutaler Cut wäre. Also wenn man so langsam in eine Veränderung reinkommt, wenn man Veränderung erkennt und sagt, okay, jetzt gehen wir mal in kleinen Schritten, wir legen ganz oft auf, dass viele Beziehungen durchaus noch erhaltenswert und erhaltensfähig sind. Ne? Aber dann kommt eine Partei, die sagt nein, und die schafft Fakten, bis es dann endlich zum Krach kommt, zum Knall kommt. Ne? Also ist ja eigentlich das Gegenteil von, ich will keine Veränderung, sondern ich will zu viel Veränderung. Zu viel aus der Sicht des anderen. Zu viel aus der Sicht des anderen, für sich selber ja nicht. Das ist ja nur die eine Sicht. Aus der neutralen Sicht. Das, aus der neutralen Sicht ist aber auch wieder Bewertung. Ich sage ja, also, es ginge mit weniger Veränderung viel, viel besser. Also muss ich alles kaputt machen, um was zu verändern. Es gibt auch die Theorie, wir waren ja mal in einem Unternehmen, da hieß man, muss es alles kaputt machen, um neu aufzubauen. Das ist schon sehr grauenhaft. Das Sein bestimmt das Bewusstsein. Dieser Grundgedanke der Harmonie, die wirklich über Jahrtausende, noch vor Konfuzius bereits gelebt wurden, die haben sie ja nur verfasst. Das, was bis dahin, was bei ihnen gelebt wurde, wurde von ihnen ja nur verfasst, das wurde ja nicht geschaffen von ihnen. Sondern diese Gesellschaft ist so groß. Oder ein Beispiel: Der Bau der chinesischen Mauer hatte nicht zum Ziel, die eigene Bevölkerung nicht rauszulassen, sondern das Gegenteil. Es kamen die Mongolen, die Tataren, die kamen seit Jahrtausenden und überfielen das Reich der Mitte, das reiche Reich der Mitte. Das heißt, dort hatte der Harmoniebegriff eine völlig andere Situation. Und es gibt auch, das habe ich auch feststellen können, auch jetzt, wenn wir uns dort ausgetauscht haben, auch unter den Hochschulen, es gibt viel weniger, in der chinesischen Bevölkerung gibt es viel weniger Angst vor Veränderungen. Feststellen kann. Eine meiner ersten Fragen war, als ich dort mitwirken konnte bei einem Unterricht an der Universität, von der ich gerade sprach, ich habe mal eine Frage: Warum seid ihr Chinesen eigentlich so neugierig? Ich bin zum Beispiel in Shenzhen, dieser großen Sonderzone gewesen, eine Riesenstadt mit 10 Millionen Einwohnern, da sind die Stadtteile so groß wie bei uns, die großen Städte und größer. Und ein Riesenbetrieb, eine Urbanität, die man sich bei uns gar nicht vorstellen kann. Jeder drehte sich nach mir um. Ich war in dem Viertel der einzige Ausländer. Und auch dann fragte ich, warum seid ihr eigentlich so neugierig? Und dann haben die gesagt, wir sind nicht neugierig, wir sind wissbegierig. Und das ist etwas, das heißt, wir haben völlig verschiedene Verständnisse. Ich habe das gemerkt, wenn dort über chinesischen Druck gesprochen wird. Den gibt es gar nicht, den können Sie gar nicht feststellen, wenn Sie dort an den Hochschulen sind. Die Leute sind wirklich wissbegierig. Das heißt, wir haben in einem, es erscheint für uns alles sehr harmonisch zu sein. Was es in Wirklichkeit gar nicht ist. Es ist eine andere Form der Diskussion und es ist eine ganz geringe Angst. Deshalb komme ich auch auf dieses Neugierig, dieses Wissbegierig. Die sind so wissbegierig, weil sie haben keine Angst vor Veränderungen. Überhaupt keine. Im Gegenteil, für sie ist jede Veränderung eine Wirkung. Jede. Eine zum Ausprobieren erstmal da. Vielleicht wird das eine Enttäuschung oder aber eine willkommene Erfahrung, dass vielleicht nochmal, ich leite gerade meine Ausführungen damit ein, das sei bestimmt. Was mir
gestern den Interpretanten genannt habe, ist ganz genau das. Wir haben es notwendig, es ist notwendig, eine Beziehung zwischen Sache und Wort, also zwischen Signifikant und Signifikat, zu interpretieren als drittes im semiotischen Dreieck. Ich würde gerne nochmal Arthurs Frage aufgreifen. Wie gehe ich damit um? Ich habe da einen Sitz, der ganz viel Veränderung will, vielleicht sogar schon Fakten geschaffen hat. Und einem, der da sitzt und sagt, nö, das war eigentlich ganz gut und alles ganz toll. Und wie mache ich das? Weil objektiv betrachtet hast du natürlich völlig recht. Im Prinzip, wenn man wenig Veränderung hätte, würden die ja vielleicht sogar noch zusammen, ich sage es mal in Anführungszeichen, funktionieren, miteinander leben können, auch miteinander sich wieder abgleichen können und einen gemeinsamen Nenner finden können. Wie gehe ich damit um? Was mache ich damit, wenn die vor mir sitzen? Was auch aktuell ist. Ich habe viel größere Sorgen vor einer Weltveränderung durch Trump als eine durch Xi. Ja. Im Chinesischen, überhaupt durch das chinesische Volk. Ich fühle mich gar nicht bedroht, egal welche Entwicklungen und wie sie jetzt zurzeit reagieren. Aber ich fühle mich viel mehr bedroht durch viele westliche Systeme. Das nur mal als Beispiel. Das muss nicht so sein, aber man sieht da ganz unterschiedliche Verständnisse. Ich würde gerne. Aber dann heißt das ja letztlich, dass nicht das Sein das Bewusstsein bestimmt, sondern das Bewusstsein das Sein. Das ist vielleicht beides nicht. Das ist keine Aussage. Genau. Das ist Marxismus. Ich wollte gerade sagen, das ist eine alte Diskussion mit Herrn Marx. Ne? Nein, aber das, was Sie geschildert hatten, diese innere Haltung der Wissbegier, was wir als Neugier verstehen, es mag ja sein, ich denke auch, dass es eine Kette ist, aber wage zu sagen, dass wir vielleicht eher in dem Sein, das Sein bestimmt das Bewusstsein leben und in China eher das Bewusstsein leben, bestimmt das Sein und dadurch, durch diese Differenz, die Attraktion entsteht. Das ist schon okay. So, aber es ist immer noch keine Antwort auf deine Frage und ich weiß auch, aber ich schieb vielleicht noch eines hinterher. Ja. Also für mich ist, dass viele sagen, Mediation sei ein sachorientiertes Verfahren oder eine sachliche Verhandlung. Da kriege ich einen Schreck, weil ich denke, um Gottes Willen, wir reden ja auch über Emotionen. Wenn damit der Stil, dass wir also nicht emotional uns ordnen, wenn wir reden, gemeint ist, komme ich damit klar. Im Grunde, in meinem Verständnis von Mediation, spielen wir mit Gedanken. Und da ist die Idee, den Menschen mal zu sagen, hier, stell dir doch einfach mal vor, und wir müssen da mit irrsinnigen Tricks arbeiten, kommen Wunderfragen, Techniken, Zauberstab oder irgendwas, um den Leuten überhaupt erstmal den Weg in Gedanken zu öffnen, mit der Möglichkeit, den Gedanken wieder zu verwerfen. Na, und das wird nicht, und es gibt eine Mauer plötzlich, nein, das kommt überhaupt nicht in Betracht. Ne, und, man erlaubt sich nicht einmal einen Gedanken zu haben. Ja, und das ist ein wahnsinniges Phänomen, dann ist eine Gänse. Wie kriege ich denn das jetzt aufgebrochen? Also die Vernunft klappt nicht. Genau, das ist die Abduktion. Die Abduktion, aber das ist so abstrakt. Ja, dann kommt bitte. Abduktion. Ja. Und das Denken mit Möglichkeit auf Deutsch. Das Denken mit Möglichkeit, genauso wie es ist, dass das Ganze Gedanken ist und stellen Sie sich das mal vor und so weiter. Das ist das. Das ist aber der Mieter. Stellen Sie sich mal vor, der Vater kriegt jetzt das Kind. Zack, Mauer zu. Ja, da kann man fragen, was wäre da mit der Mutter, was macht die dann in der Zeit? In 9 Monaten? Die muss arbeiten gehen. Aber alles setzt voraus, dass ein bisschen Verstand funktioniert. Und das ist das Problem. Wenn der komplett ausgeschaltet ist. Das heißt ja nicht, dass jemand, der Abduktion betreibt, doof sein soll. Also Verstand brauchen Sie immer. Also das verstehe ich jetzt nicht, die Aussage. Man findet sich ganz häufig in einer Situation, in der von den Beteiligten, oder wie Sie sie hier nennen würden, vielleicht den Medianten, eine Situation wiederum dargestellt wird, wenn das Kind zu dem anderen Elternteil kommt, ist zu einem Monster.
Sie müssen sich das aber mal vorstellen, da sind wir wieder in der Situation. Das war mal eine Familie, die haben sie möglicherweise auch geliebt, vielleicht sogar sehr stark. Das Kind hat eine, die Kinder eine eigene Sichtweise, die lieben beide. Und jetzt fängt einer von den beiden, die beide vom Kind geliebt werden, fängt jetzt einer von den beiden an und den anderen als Monster, als Dämon darzustellen, zu dämonisieren. Und die Judith Wallerstein hat das in ihrer Untersuchung in den 80er Jahren in Kalifornien sehr gut beschrieben. Die hat ja 23 Jahre lang solche Familien begleitet, also von den Kindern, von Kindheit an bis in die eigentlich zum Teil verkrachten sozialen Karriere. Und jetzt findet das mit einmal statt, und das ist das, was du gerade sagst. Also das ist die, wie breche ich das auf? Und das ist mir wieder das, was ich versucht habe zu schildern. Wir sind in dieser Denke, sind wir drin. Wie kann es uns überhaupt gelingen, diesen Eltern ihre eigene Denke einmal zu transportieren, vor Augen zu halten? Und das ist unsere Aufgabe. Es geht nicht darum, mit denen jetzt zu diskutieren, ob das Kind beim Vater oder bei der Mutter besser aufgehoben ist. Das ist eigentlich eine Entscheidung, die nicht mal in unser Innerstes gehört. Sondern das ist eine Entscheidung, die, das haben wir sogar in der Verfassung geregelt, ausschließlich diese beiden zu treffen haben. So, wie kriege ich das jetzt rüber, dass dieses Kind einen Anspruch darauf hat? Und das finde ich genau eine ganz wichtige Situation. Dieses Kind hat einen Anspruch, beide Eltern erleben zu dürfen, die Ressourcen beider Eltern abschöpfen zu dürfen, den wir uns nicht durchsetzen. Der wird in Deutschland nicht durchgesetzt. Und er ist nicht mal so klar formuliert, wie ich ihn gerade jetzt gesagt habe, sondern wir sprechen hier vom Elternrecht im Artikel 6 Grundgesetz. Aber die Kinder haben ja, es gibt ja keinen Grund, dass Menschen als Kinder in ihrer Kindheit, wie ich das gestern versucht habe zu sagen, dass Menschen in ihrer Kindheit, warum sollen die nicht die gleichen Rechte haben wie ältere Menschen? Und im Gegenteil, wir fangen sogar an, und jetzt bin ich gerade auch wieder mal da, jetzt kommen wir dazu und diskutieren, ob Kinderschutz ins Grundgesetz gehört. Wenn du versuchst, also das mal zu abstrahieren, das ist ja eine Entlarvung, eine katastrophale Entlarvung unserer Grundhaltung. Das heißt, wir schützen unsere Kinder nicht, heißt das. Also, weil wir sie nicht schützen, müssen wir das ins Grundgesetz einbauen. Und das stimmt, wir schützen sie nicht. Und jetzt kommt der nächste schlimme Schluss. Bauen wir es ins Grundgesetz ein, wird es noch schlimmer. Denn jetzt können wir sagen, wir haben es ja eingebaut. Jetzt müssen wir gar nichts mehr machen. Jetzt können wir alles so lassen, wie es ist. Wir haben es ja eingebaut. Noch schlimmer, das müssen wir verhindern. Kinder sind auch Menschen und wir haben auch Dinge rein. Ja. Du hast auch so schön formuliert. Kinder sind auch nur Menschen. Auch nur Menschen. Ja, natürlich. Sehr schöne Formulierung. Da stellt sich dann auch die Frage nach dem verfassungswidrigen Grundgesetzartikel, weil wo sind die Eltern geschützt? Ja, und die Nächsten und Lehrer und so weiter. Das ich halte das auch in der Tat für extrem problematisch, dass man sagt, man schiebt, anstatt die Gesellschaft zu verändern und zu sagen, wir müssen gucken, dass wir Kinder effektiv schützen, dass wir auch Kinder, ich finde das übrigens einen super guten Gedanken, der kommt leider Gottes im familienrechtlichen Auseinandersetzung, habe ich jetzt nicht viel mit zu tun, aber er kommt dort leider zu wenig vor, dass tatsächlich auch formuliert wird, lieber Vater, bevor du dich aus dem Staube machst, dein Kind hat auch einen Anspruch, dich zu sehen, du hast eine Verpflichtung, den Umgang wahrzunehmen, das ist das eine, und das Kind hat auch tatsächlich das Recht, das Potenzial von beiden Eltern abzuschöpfen. Ich weiß nicht, wie weit das in der Familienrichterschaft verbreitet ist. Überhaupt in der Anwaltschaft, glaube ich, tendiert diese Erkenntnis gegen null. Wäre das abgerundet, weil wir gerade über die Grundhaltung sprechen. Wir haben ein Erwachsenendenken. Das können wir zurückgehen. Ja. Wenn wir die Kette der Gesetzesänderungen der letzten 30, 40 Jahre durchgehen, die ist nur für Erwachsene gemacht. Das heißt, wenn Sie ins Umgangsrecht gucken, da haben die Großeltern haben ein Umgangsrecht, die Kinder nicht. Wissen Sie eigentlich, wie wichtig Großeltern für Kinder sein können? Oft genauso wichtig, manchmal noch wichtiger als Eltern. Die Kinder haben nach unserem Verständnis und nach unserer gesetzlichen und nach unserer Rechtslage keinen Anspruch auf Umgang mit ihren Großeltern. Das muss man sich mal vorstellen. Die Großeltern, ja, sie sind im 1685 ausdrücklich erwähnt als Umgangsberechtigte und auch alle sozialen Bezugspersonen sind alles aber nur Erwachsene. Es sind alles nur Erwachsene. Sie finden die Kinder nur an einer Stelle im 1684 oder dritte. Die Eltern haben ein Umgangsrecht, aber die Kinder haben auch mit dem leiblichen Elternteil ein Umgangsrecht. Da steht zwar ausnahmsweise drin, aber ansonsten sind es nur Rechte der Erwachsenen. Und es korrespondiert auch keine Pflicht der Erwachsenen damit. Nein, und keine Verpflichtung.
Das ist die Kapitel einer Gesellschaft. Vielleicht versteht man auch einen Teil unserer Geschichte. Erwachsensein heißt Macht haben. Erwachsensein heißt, in der Hierarchie, im hierarchischen Verständnis oben zu stehen, Macht zu haben. Erwachsenwerden heißt Macht ergreifen. Ja. Und Altsein heißt Macht wieder abgeben. Ja. Völlig richtig. Völlig richtig. Schauen Sie mal, wie wir unsere Alten, behandeln. Leider bin ich da wieder in China. Das ist eine Freude, wie dort die alten Menschen behandelt werden in ihrer Familie. Welche Macht übrigens Sie haben. Ich würde einen Gedanken gerne noch, lieber Jürgen, weil das kommt ja auf unsere beider Entwicklungen. Also, was ich eben gesagt habe, das Phänomen, dass man nur bei wirklich sehr, sehr hoch eskalierten Konflikten. Und Glasel meint ja, eine Mediation sei da gar nicht möglich. Er hat auch insoweit recht, weil man braucht ein autoritäres Element, weil die Parteien nutzen jede Gelegenheit, aus der Mediation auszubrechen. Also sich diesen Gedanken und diesen Spiegel nicht zu stellen. Und jetzt kommt das, was Jürgen mit Kochen gemacht hat, oder ich in Altenkirchen als Familienrichter. Also wir haben eine systemische Bedingung geschaffen, dass es nicht möglich war, aus diesem Prozess aus dem kooperativen Prozess auszubrechen. Also wir haben beide als Richter die Parteien in die Kooperation getrieben und haben verhindert, dass die ausbrechen können. Das heißt, unter den Bedingungen klappt dann auch wieder eine Mediation. Ja, weil irgendwann kommt der Moment, die müssen sich dem stellen, haben gar keine andere Möglichkeit. Und dann haben wir beide erlebt, sie haben am Anfang ganz viel Widerstand. Und plötzlich kommen so Glücksgefühle. Ja, dann haben sie auch das Gefühl, ach, wir haben es geschafft. Und danach entsteht was unheimlich Positives, auch bei hochzerstrittenen Eltern. Ich habe Menschen von ihrer Physiognomie her nicht wiedererkannt, die diese Beratung erfolgreich durchgemacht haben. Ja. Ich habe das Kind nicht wiedererkannt, ich habe die beiden Eltern nicht. Ein halbes Jahr später wieder bei mir. Ja. Ich habe die nicht wiedererkannt. Das hat auch, glaube ich, ganz viel damit zu tun, die Leute in ihre Verantwortung im eigentlichen Sinne zu zwingen. Ne? Also im Endeffekt, es geht darum, die Leute dazu zu zwingen, die Verantwortung, die sie tatsächlich haben, auch zu übernehmen. Weil es ist natürlich furchtbar leicht, es an den Dritten abzugeben, über den anderen zu schimpfen wie ein Rohrspatz. Dann kommt der Richter, der wird mir schon recht geben. Und dann wundert man sich immer, was so in Entscheidungen drin steht. Manchmal wundert man sich tatsächlich. Und es ist natürlich auch das Mittel, den Menschen etwas zurückzugeben. Das erkennen die natürlich am Anfang nicht. Ne? Die sagen am Anfang, du musst mir doch helfen. Ich suche mir die Hilfe bei jemandem. Insbesondere natürlich als der Teil, der sich unterlegen fühlt, was im Zweifel beide sind. Ich denke, dem spielt entgegen diese Verantwortung. Dieser Begriff hat gerade was bei mir getriggert, weil ich aus der Beobachtung der Gesellschaft in den letzten 20 Jahren etwa zunehmend sehe, dass Verantwortung sowas von unmodern ist. Dass ich allmählich das Gefühl habe, dass uns zunehmend die Erwachsenen in der Gesellschaft ausgehen. Und das erfüllt mich mit großer Sorge, weil ich nicht weiß, wie wir dann unser Zusammenleben regeln können. Wir haben das Problem tatsächlich in ganz vielen Bereichen. Ich beobachte das auch in meiner täglichen Arbeit. Wenn man schreibt an Haftpflichtversicherer, macht irgendetwas geltend. Und im Endeffekt, es wird nichts entschieden. Es wird umgeeiert. Ich habe neulich mit einer Sachbearbeiterin telefoniert, die sagt, eindeutiger Fall, ein Kind verletzt. Also wir diskutieren überhaupt nicht darüber, dass der Schadensersatz zu leisten ist. Wir haben ein paar Probleme drin, die aber eigentlich lösbar sind mit Blick ins Gesetz. Und die sagt zu mir, das wissen Sie, stecken ja so viele Probleme drin. Das können wir gerne mal bei Gericht diskutieren. Das ist eines, aber ich würde gerne noch eines ergänzen, weil wir haben der Begriff der Verantwortung, der ist eigentlich ein sehr großer. Und wir haben ihn gesellschaftlich und auch damit auch individuell, weil wir dem ja folgen, wir leben ja in diesen Strukturen, reduziert auf Schuld. Und das ist ein riesen Hinderungsgrund, weil wenn jemand schuld ist, will niemand damit was zu tun haben und niemand will schuld sein, aber Verantwortung hat eine ganz viel, viel größere Dimension als die Frage von Schuld. Ja, noch dazu ein Halbsatz. Dann würde ich auf dem Weg, während du redest, so gerne zu Nils gehen. Noch der Halbsatz, daran sind wir Juristen so ein bisschen schuld, weil das ist die juristische Verantwortlichkeit, ist die Schuldfrage, das ist das Verschulden. Ja, aber ich möchte noch hinzufügen, wir hatten ja im Februar die Entscheidung und jetzt ist gerade das Theaterstück auch raus, Gott heißt das, über die Selbsttötung. Und da hat das Bundesverfassungsgericht zum Glück sehr, sehr dezidiert und sehr genau gesagt, der Staat kann nicht vorschreiben, ob ich mich töte oder nicht. Das ist meine freie Entscheidung als Mensch. Und insofern ist Verantwortung da, hat das Bundesverfassungsgericht
ergänzend. Erstens, es gibt die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, es gibt ein Recht auf Krankheit. Der Arzt darf mich nicht gegen meinen Willen behandeln. Ja. Und historisch gesehen war es so, die Selbsttötung war früher strafbar. Wenn man es versehentlich überlebt hatte, kam man ins Gefängnis. Respektive derjenige, der dazu geholfen hat, war wegen Beihilfe oder sogar derjenige, der ihn angestiftet hat, wegen Anstiftung zur Selbsttötung dann dran und wurde auch verurteilt. Jetzt. Ja, vielleicht. Ich habe anderthalb Sachen. Das erste, mir fällt da dazu Laura Decker ein. Das war, ist das Mädchen, die mich 15, 16, 2011 herum allein, one hand, um die Welt gesegelt ist. Ich habe vor kurzem durch, weil ich auf Literatursuche nach Sydney Decker war, wurde mir das bei Amazon angeboten, habe es gelesen. Ich habe es damals mitbekommen, habe das gelesen. Und das ist so bezeichnend. Kindswohl, was ist das? Der holländische Staat hat sich, also ich kann es nicht anders sagen, als selbst übertroffen in Blockadehaltungen im Kindesschutz. Und wenn man das liest, ist klar, dieses Mädchen, das ist absolut, das war eine ganz systematisch geplante Geschichte. Das Mädchen ist so auf, die war überlegen, sagt aber ganz klar, dem mehr kannst du kannst es mögen, du kannst es hassen, aber trauen kannst du ihm nie. Das heißt, die Selbstverantwortung. Und das ist immer, wenn man das Tagebuch liest, das zieht sich dann ein bisschen und so, aber es ist interessant, was für Denkwelten, was für Haltungswelten da kommen. Und ich glaube, dass tatsächlich wir zu wenig den Fokus haben aufs Individuelle, wie denkt jemand, wie ist er geprägt. Und Herr Schmaler und ich, konnten gestern ein 30-jähriges Hypothesenmodell, das ich so spontan gebildet habe, das ich verfolge, präsentieren und fand seine Reaktion sehr interessant. Vielleicht können Sie dazu was sagen. Nämlich die Landschaft, in der wir leben, die prägt uns, die prägt die Menschen. Wenn Sie Leute in den Alpen haben, in Vautal, im Utal, das ist was anderes. Wenn Sie, es gibt Graubünden, die sind grenzenlos stur, aber ich bin der Meinung, da stehe ich nicht allein. Man merkt, dass das seit der Steinzeit Transit war. Das heißt, sie sind stur, aber sie sind gewohnt, mit dem anderen umzugehen. Wenn Sie zum Gotthard gehen, dann merken Sie, die sind auch stur, aber bis vor 200 Jahren mussten sie sich mit nichts anderem befassen. Die Schweizer, die nach Norddeutschland auswandern, die fühlen sich entweder todunglücklich oder total wohl, aber es polarisiert. Im Rheinland, die ganzen Auslandschweizer sagen, also hier kannst du dich arrangieren, aber wenn du hier nicht zurechtkommst irgendwie, dann musst du in den Spiegel gucken. Das rheinische Schiefergebirge ist ganz weich. Kommst du heute nicht, kommst du morgen, kannst du links nicht, kannst du rechts. An der Nordseeküste, wenn die Sturmflut kommt, ist egal, ob du dich kennst, ob du schon mal ein Bier getrunken hast, ein Kölsch zusammen, du musst entweder zusammenarbeiten oder bist beide tot. Und ich glaube, diese Elemente, das ist auch so ein bisschen Metaebene, aber das erlebe ich auch in Konfliktsituationen ganz praktisch. Wenn ich, da muss ich hingucken, was für Typen stehen da. Und das sind für mich immer Schlüssel. Und ich habe das Gefühl, ich wabere immer noch im Dunkeln, weil da auch, das merke ich, sobald es ins Formale geht, kommt dann das Dienstrecht, das Scheidungsrecht als Totschlagshammer. Und da frage ich mich, wie kommen wir da dran? Wir haben es witzigerweise auf der Herfahrt von Hamburg davon gehabt, dass die Landschaft prägt und tatsächlich die Leute aus der Landschaft geprägt werden. Und wie kommen wir daran, ist eine ganz einfache Antwort. Das ist auch so eine in Vergessenheit geratene Sache, um mal Michael Ende zu zitieren. Das ist Privatautonomie. Ich kann machen, was ich will. Ich kann vereinbaren, was ich will. Wenn mir der Arzt sagt, pass auf, ich muss dich morgen, wir wollen morgen die OP machen, ich muss dich jetzt eigentlich eine Stunde lang aufklären, kann dir alles erzählen, was so passieren kann, bis das rum ist, mit der Folge, davon könnte möglicherweise mit höherer Wahrscheinlichkeit etwas eintreten, wenn ich es dir erzähle, willst du es wirklich hören? Und der Patient sagt, nein, ich will das alles gar nicht wissen, ich verzichte auf eine Aufklärung. Dann verzichtet er und das kann er. Dafür bin ich selber verantwortlich. Ob ich das möchte, ja oder nein. Ich bin jetzt dafür verantwortlich, dass wir mal 5 oder 10 Minuten, es ist jetzt 10.32 Uhr bis 10.40 Uhr, Kaffeepause machen. Dann setzen wir die Diskussion nochmal 20 Minuten fort. Um 11 Uhr starten wir dann noch mit 2 kleinen Vorträgen. 11.30 Uhr ist der erste Teil der Mitgliederversammlung, wo wir die Nichtbeschlussfähigkeit feststellen. Danach kommt noch Herr Sauer online dazu. Und um 12 Uhr machen wir noch die Mitgliederversammlung. In diesem Sinne, schönen Kaffee.
Okay. Kann ich das mal da lassen? Ja. Thank you.
So. So, wir würden gerne noch 10 Minuten weitermachen mit unseren Referenten auf dem Podium. Ich lasse vorne schon rumgehen, bitte einmal durchgehen lassen und sich eintragen. Unsere Liste für die Mitgliederversammlung um 11.30 Uhr ist wie immer. Wir werden 2 Listen rumgeben. Die erste Liste für 11.30 Uhr, dann werden wir feststellen, wir sind nicht beschlussfähig, sodass es dann um 11.30 Uhr eine zweite Liste gibt, die durchgeht für die tatsächliche Mitgliederversammlung um 12 Uhr. Bitte die Vereinsmitglieder entsprechend sich dort auf der Liste eintragen. So, wir haben noch 10 Minuten. 8. Diskussionsbeiträge aus dem Publikum. Ich würde die Dame, die ich eben angesprochen hatte, bitten, ihren Fall noch mal zu schildern. Da kommt sie schon. Hört man mich? Ja. Ich habe noch ein bisschen Brötchen im Mund. Mein Name ist Marina Wawelkin, ich komme aus Osnabrück und fand gestern den Vortrag über die Zusammenarbeit von Gerichten, Psychologen, Beratungsstellen, Sozialarbeitern, Juristen ganz spannend und interessant. Und ich erlebe das in unserem Raum, also im Raum Osnabrück und Osnabrücker Landkreis, als hochproblematisch. Also wir arbeiten, ich komme von der Beratungsstelle für Suchttherapie, Suchtrehabilitation, Prävention. Und wir sind ganz viel beispielsweise an den Schulen unterwegs. Und dort erlebe ich die Zusammenarbeit gerade mit der Jugendhilfe
als katastrophal, das muss ich so bezeichnen, wenn wir Fälle beispielsweise in der Schule haben, wo mir ein Mädchen sagt, ein 14-jähriges Mädchen, meine Eltern trinken, meine Eltern saufen, ich sperre mich ein, ich habe Angst, es gibt Gewalt in der Familie. Wenn ich mich damit ans Jugendamt wende, einfach anonym, dann erlebe ich also meistens immer die gleiche Antwort, geht es an, das ist unser Fachgebiet, unser Fachbereich. Also die Zusammenarbeit von Professionen, da sehe ich es problematisch, also diese Konkurrenz untereinander, die Zusammenarbeit untereinander. Ich würde es mir so sehr wünschen, bei so einem Fall, dass wir uns alle an einen Tisch setzen, diskutieren, miteinander reden, ob das die Jugendgerichtshilfe ist, ob das das Jugendamt ist, die Beratungsstellen, aber es funktioniert einfach nicht. Ich habe schon viele Versuche gestartet, um irgendwie alle in die Steuerungsgruppe zu bekommen, auch Kindeswohl, auch so wie Sie es gestern benannt haben, zu definieren. Es funktioniert nicht. Also da weiß ich keinen Antrag. Vielleicht können Sie uns irgendwie helfen, also in Osnabrück und Osnabrücker Landkreis zumindest, wie wir da den Anpack kriegen, dass alle Berufe, es wird nicht sofort passieren, aber dass diese Konkurrenz, dieses Konkurrenzdenken einfach aus den Köpfen verschwindet, dass wir dann sagen, okay, wir sind alle Professionen, wir helfen einander und ich nehme dir deinen Job nicht weg und du nimmst mir meinen Job nicht weg, aber wir helfen dem Kind. Und das Kind ist da das Leidtragende an der Stelle. Ich finde das hochproblematisch und würde mir sehr viel mehr Zusammenarbeit und der Profession wünschen. Also wie wir auch hier zusammensitzen, hier sitzen viele Juristen, Pädagogen, Psychologen und das funktioniert hier auch. Und warum funktioniert das dann an anderen Stellen nicht? Ich verstehe das einfach nicht. Und mir geht das so richtig auf den Keks, muss ich sagen. Darf ich dazu was sagen? Ja, also, erlaubst du mir, dass ich dazu was sage? Ja. Ein sehr spannendes Thema. Und wir haben ja noch das Thema Marketing, das kommt auch irgendwo vor. Ich finde es ja schon toll, wenn man sich zur Konkurrenz bekennt. Und in dem Bereich, in dem wir uns bewegen, erlebe ich, dass man das nicht tut. Da redet man, ich will die Qualität sichern oder irgendwas. Ne? Nein, wir benutzen das als ein Instrument, wir sind in einem Wettbewerb, das ist auch okay. Und es gibt ein Modell in der Ökonomie, was damit umgeht. Und das könnt ihr auch sehen, das gibt es bei in der Pharmabranche beispielsweise. Das heißt Co-Petition. Also man merkt schon, Co-Petition ist eine Kombination von Cooperation und Competition, also von Kooperation und Wettbewerb. Und da ist die Idee, wir kooperieren bei der Entwicklung und wir sind im Wettbewerb beim Vertrieb. Das könnte man hier auch machen. Also das heißt, es wäre wunderschön, was ja bis heute auch nicht wirklich gelungen ist, dass die Verbände, die Mediationsverbände sich zu einem Forum zusammenschließen, diskutieren, kooperieren, den Begriff Mediation, das Verständnis von Mediation gemeinsam entwickeln mit auch anderen Institutionen auf einer kooperativen Ebene, auf gleicher Augenhöhe. Und da, wo es darum geht, das Produkt zu verkaufen, da darf man dann im Wettbewerb sein. Das hätte den Vorteil, dass der Wettbewerb sauber wird. Also das heißt, wie läuft denn der Wettbewerb im Moment? Wir behaupten, Dinge seien Mediation, die keine Mediation sind, nur um einen Marktvorteil zu haben. Wir erfinden neue Worte für Mediation. Es wird immer mehr verwischt und die Klarheit geht verloren dabei. Und wenn man diese Trennung hat auf der Entwicklung, wird kooperiert und beim Vertrieb wird Wettbewerb betrieben, könnte man das lösen. Jetzt ist nur die Frage, wie kriegst du denn die Menschen dazu oder die Organisationen dazu? Weil das könnte ja einen Machtverlust bedeuten. Also wenn ich jetzt sage, ich grenze mich ab und dadurch behalte ich meinen Status, Angst vor Veränderung haben wir da wieder. Ja. So, und jetzt ist die Frage, wie kann ich die motivieren? Also Jürgen hält sicher gerne einen Vortrag, ich auch, ja, wenn das hilft, also über Wissensvermittlung. Ja, aber ich würde auch, wenn du zu Ende bist, dann würde ich vielleicht noch eine etwas pessimistische Ausführung dazu machen. Ja, was wir gemacht haben, das haben wir ja selber zum ersten Mal erfahren. Wir waren überrascht. Wir waren positiv überrascht und begeistert. Dieses System kollabierte in dem Moment, als die ersten Professionen wieder ausstiegen. Das heißt, wenn einer in Ruhestand geht, geht in einen anderen Job oder zieht weg und so weiter, dann kollabiert das. Ich habe das gestern versucht darzustellen, dass das ein Vehikel ist. Wenn etwas fehlt, geht nichts mehr. Ich bin sehr viel eingeladen worden, nicht nur ich versuche so mit dem ganzen Team, disziplinären Team unterwegs gewesen und
also ziemlich nah an Osnabrück herangekommen. Und es gibt sehr viele Menschen, die so denken wie Sie. Aber es sind zu wenig. Es sind sehr viele. Wenn man sie würden alle, wenn man sie bundesweit nehmen will, wäre es eine große Zahl. Aber sie sind in ihrem Bereich zu wenig. Außerdem kommt noch hinzu, dass jede Fluktuation überall in den Beteiligten wird. Gerade zurzeit kenne ich das bei den Jugendämtern sehr stark oder in der Justiz ja auch, selbst in kurzdauernden, ausnahmsweise bei kurzdauernden Prozessen. Einer ist ganz aktuell hier, den ich betreibe hier in Frankfurt. Da haben wir dann von einem Jahr jetzt die fünfte Richterin in einem ganz einfachen Sachverhalt eigentlich. Das heißt, alle diese Dinge verhindern das. Das ist etwas etabliert und deshalb bin ich mittlerweile ganz fest davon überzeugt, das wird ohne verpflichtende Rahmenbedingungen nicht gehen. Und ich habe Plätze kennengelernt, wie das in Berlin war. Also das war ganz toll, was die Berliner da aufgestellt haben. Ich bin gerne dort gewesen, und sowohl als Coach als auch später dann als Anwalt in den Prozessen. Und dann sind wir wieder, haben eine andere Karriere gemacht und sind auch wieder ausgestiegen und dann ist alles wieder kollabiert und das darf nicht sein. Davon ist gewiss das Schicksal von Kindern abhängig. Ob das funktioniert oder ob das nicht funktioniert, wie ein Lotteriespiel. Und es geht deshalb, es ist nicht anders möglich. Wir sind sehr viel eingeladen worden von Leuten, die so engagiert sind, wie Sie auch. Wir sind da hingefahren, sehr viel Interesse gefunden. Dann haben die vor Ort versucht, das, was wir bis ins Detail beschrieben haben, durch Veranstaltungen dauerten ja zwei Tage. Die Leute brauchen ja Details für die Praxis, nicht schöne theoretische Erörterungen und so weiter, sondern die brauchen Informationen für die Praxis. Wie läuft das da? Wie läuft das, wenn der Anwalt sich so benimmt? Wie läuft das, wenn die Jugendamtsmitarbeiter das und das machen oder wenn das und das ist? Das kann man bis, das haben wir bis ins Detail. Da könnte ich Ihnen eine Woche lang Rede und Antwort stehen, wie wir mit welcher Situation dann umgegangen sind und wie wir es dann auch hingekriegt haben. Und die, meine Antwort darauf, es wird ohne die Schaffung von Spielregeln, die sowohl die Arbeitsweise, die interdisziplinäre Arbeitsweise beschreiben, als auch die Ausbildung. Das Ganze muss ja korrespondieren mit einer Ausbildung. Das heißt, diese Ausbildung muss auch vorgehalten werden. Die muss nicht nur beschrieben werden, wie sie sein muss. Die muss dann ja auch vorgehalten werden. Ich sehe gar nicht, wo die vorgehalten wird. Schauen Sie mal, Juristen, die haben eine Ausbildung, die mit statischen Sachverhalten nachher umgeht. Juristen fangen erst an zu arbeiten, wenn sie einen statischen Sachverhalt spätestens nach der Beweisaufnahme erarbeitet haben. Das Familienleben ist aber dynamisch, egal ob als Konflikt oder als Harmonie, wie wir es vorhin diskutiert haben. Das ist dynamisch und damit können Juristen gar nicht umgehen. Die haben das gar nicht gelernt, während die psychosozialen Professionen, die können das. Und Rollenspiele sind in der juristischen Ausbildung was völlig Unbekanntes. Und deshalb sind die Voraussetzungen so schlecht. Und wenn dann ein Richter kommt, der entscheidet über ein Kind, über das Eigentum an einem Auto. Und das ist in der Tat, das ist Realität so. Er kann es aber nicht anders. Wir denken, das kannst du doch nicht machen. Das ist doch nicht gut, was du da sagst. Er kann es gar nicht anders. Und in der Situation sind wir. Und Ausbildungsstoff gibt es genug. Und alle, die hier sitzen, könnten sehr viel dazu in einer Ausbildung, in einer interdisziplinären Ausbildung. Wir treffen uns in dieser Konstellation das allererste Mal. Es ist kein eingespieltes Team vor Ihnen. Das heißt, es muss interdisziplinär ausgebildet werden. Das kann man in eine rechtliche Rahmenbedingung knüpfen. Und wenn das nicht so ist, wird das auch nicht funktionieren und das kollabiert. Ihr kennt das Beispiel von Maslow, der gelernt hat, mit einem Hammer umzugehen, für den ist jedes Problem ein Nagel. Das ist übrigens nur als Information, das ist eine meiner Hauptengagements, dass das in einen gesetzlichen Rahmen gegossen wird. Meine anwaltliche Tätigkeit ist nur eine Krücke, die ich dafür benutze, um dahin zu kommen. Weil mir viele Leute, darf man diesen saloppen Ausdruck immer einen vom Pferd erzählen. Das geht aber nicht, wenn ich 92 Familiengerichte besuche, erzählt mir keiner mehr was vom Pferd. So, und dann, das hat noch nicht mal ein Richter erlebt. Das meinen Sie, wie wichtig das ist? Mein Ansatz kommt im Grunde aus der Kritik der Justizstruktur, nicht aus dem Familienrecht. Ich sagte gestern schon, da bin ich gar nicht emotional, gar nicht beheimatet, sondern aus der Kritik der Justizstruktur, aus der Gewaltenteilung. Und was meinen Sie, was da in Deutschland los ist? So, und auch bei dieser Kritik der Justizstruktur bin ich darauf gestoßen, mein Gott, wie wird denn hier mit Menschen in ihrer Kindheit umgehen? So ist der Ansatz gewesen. Und bei dem bin ich auch heute noch. Und damit bin ich ständig irgendwelche Märchen erzählt werden, habe ich diese anwaltliche Tätigkeit übernommen und weiß noch viel mehr, als ich je als Richter gewusst habe. Und jetzt komme ich in die Gerichtsverhandlung, habe einen richterlichen Job mit viel Erfahrung hinter mir, bin als Anwalt bei 92 Gerichten gewesen und sitze da und weiß sehr viel, was diese Richter
sehr viele Menschen sich an die Medien wenden. Und wenn die Medien dann recherchieren, dann irgendwann landen manche dann auch bei mir, melden sich, zurzeit ist das im wöchentlichen Rhythmus, große bedeutende Medien, und fragen, stimmt das, was die Leute mir erzählen? Und ich muss ihnen sagen, ja, das stimmt. Und da hat man natürlich eine Möglichkeit, dann auch über diese Medien wieder an die Politik heranzukommen. Aber das muss ich definitiv ändern. Eine Zeit lang habe ich gehofft, das ging über die europäische Schiene. Das hat wohl nicht funktioniert. Danke. Ich wollte nur einen Gedanken, also ich bin in diesem Feld überhaupt nicht beheimatet, aber in der Wissenschaft, und fühle mich sehr stark erinnert an die Debatten zu interdisziplinärem Arbeiten in der Wissenschaft. Es gibt ja sehr viele die wesentlichen Fragen, die uns als Menschheit zurzeit oder seit Jahrzehnten herausfordern, lassen sich nicht disziplinär lösen, sondern nur interdisziplinär. Also wurden Töpfe, das ist die Frage der Institutionalisierung von Interdisziplinarität, wurden Geldtöpfe wohin gesetzt. Ja, also die Förderung, die Forschungsförderung funktioniert so, setze einen Geldtopf irgendwo hin, dann machen die Leute das, was man will. Aber die Interdisziplinarität ist ein unglaublich anspruchsvolles Arbeiten. Es braucht, um interdisziplinär arbeiten zu können, brauchen sie eine sehr fundierte, disziplinäre, innere Überzeugung von sich selbst. Also sie müssen etabliert sein in ihrer Disziplin, sie müssen gut sein, schlicht gut in ihrer Disziplin, und dazu, das reicht noch nicht für interdisziplinäres Arbeiten, sie müssen auch den Willen haben und die Fähigkeit, die Perspektive von anderen einzunehmen. Damit haben sie Voraussetzungen, die Zahl der Protagonisten, die interdisziplinär fähig sind und willens sind, das sind zwei unterschiedliche Merkmale, schon stark reduziert. Dass es nicht nur additiv, pro forma irgendetwas gemacht wird, wo am Ende nichts dabei rauskommt. Und ich habe das Gefühl, Sie sind gerade in dem Bereich, in dem, über den gerade diskutiert wird, in einer ähnlichen Situation. Das heißt, Sie brauchen exzellent ausgebildete und in Ihrer Disziplin gut fundierte Mitarbeiter, die aber auch noch willens sind, dazu zu lernen und in Kommunikation mit anderen über ihre eigene Disziplin hinaus sich herausfordern zu lassen. Wow, und das wollen Sie gesetzlich verankern. Viel Spaß. Ja, Sie werden es nicht glauben, wir haben sogar einen Gesetzesentwurf erarbeitet. Und das ist ganz toll. Und das, was wir gemacht haben, kann uns ja niemand nehmen. Ich diskutiere nicht darüber, was ich gemacht habe. Ich habe es ja gemacht. Darüber muss man nicht diskutieren. Ich kann darüber berichten, wie es gab, wie es gelaufen ist, aber darüber diskutieren, ob ich das gemacht habe, das tue ich nicht. Denn ich habe es gemacht. So, und es ist so gewesen, wie wir es dargestellt haben. Und es muss auch nicht viel geschehen. Es muss der § 50 im SGB 8 geändert werden, ergänzt werden. Es muss der § 17 im SGB 8 werden, das sind die Jugendämter und die Beratungsstellen. Es muss der 23b im Gerichtsverfassungsgesetz geändert werden, das sind die Familienrichter. Das ist ganz einfach, da habe ich schon die ganzen Gesetze, Fachanwaltsanordnung, die gibt es ja, die muss geändert werden. Da haben wir schon alles, da müssen nur zwei Sätze rein. Das ist nicht das Problem. Und beschrieben, wie die verzahnte Interdisziplinarität funktioniert, das ist nicht, dass man fünf Leute aus verschiedenen Disziplinen an einen Tisch setzt, das ist Quatsch, Entschuldigung, wenn ich das so sage, sondern das verstehen aber ja viele unter Interdisziplinarität, sondern das ist wirklich das Verzahnen der Informationen. Das Verzahnen der Informationen. Wenn man das jetzt 30 Jahre lang so gemacht hat, dann habe ich den Eindruck, wenn ich manche Familienpsychologen kriege, ich bin besser informiert in der Familienpsychologie als die. Lieber Jürgen, darf ich mal gerade das auf den Boden zurückholen, auf dem wir uns bewegen und wo wir auch Verantwortung, Möglichkeit und Macht haben? Das ist der des Vereins Integrierte Mediation. Und genau das habe ich ja versucht mit der Plattform Wiki2Yes, ne, die also disziplinübergreifend ist, wo jeder aktiv mitwirken kann, zum Beispiel, damit also auch der Text von einem Juristen, von einem Psychologen kommentiert werden kann und dass es eine echte Interdisziplinarität gibt. In der Mediation haben sie es oft, wir machen interdisziplinär, da kommt ein Psychologe, ein Jurist und was weiß ich. Es gibt ein Buch, Handbuch der Mediation, da ist auch Autor, ne, da gibt es also, ich glaube, 200 Autoren. Ich weiß nicht, was die anderen 199 geschrieben haben. Ne? Aber das wird als interdisziplinär bezeichnet. Das ist es nicht. Das ist eine Ansammlung von verschiedenen Meinungen aus verschiedenen Disziplinen. Und der Abgleich, der fehlt.
es geht ja schon dahin, dass wir unterschiedliche Begriffe haben. Also für einen Psychologen ist das Wort Verfahren ganz anders konnotiert als für einen Juristen. Das heißt, wenn im Mediationsgesetz das Verfahren steht, ne, verstehen wir schon ganz unterschiedliche Dinge darunter. Damit geht das los. Das ist auch ein Verfahren. So das eine und das andere, deswegen habe ich mich gerade hauptsächlich zu Wort gemeldet. Ich habe heute Morgen mit dem Guido Lieder telefoniert, der gestern den letzten Beitrag hatte. Und es gab ja Anfragen bei ihm und er hat vorgeschlagen, kann ich bei der Gelegenheit dann gerade mal weitergeben, dass wir im Verein eine Arbeitsgruppe gründen, zusätzlich noch. Ja, wir haben den Fachbereich Familienmediation. Und er hat dann die Idee gehabt, nach den Rückmeldungen, die er gestern bekam, dass wir vielleicht einen Arbeitskreis machen, auch das Thema Ausbildung von Verfahrensbeiständen angreifen und diese Dinge. Das wäre vielleicht dann eine Möglichkeit. Ja. Also Sie können von mir aus auch den Begriff statt Interdisziplinarität integrativ benutzen. Ja, genau, diese Disziplin integrieren. Also ich sag mal so, die integrative Arbeit, wie Sie es gerade benutzt haben, funktioniert innerhalb der Einrichtung tatsächlich häufig gut, aber nur innerhalb der vier Wänden. Also Psychologen, Ärzte, Juristen, das funktioniert einigermaßen gut. Und dann geht es weiter, da gibt es verschiedene Einrichtungen, die nicht miteinander funktionieren, weil aus verschiedensten Gründen, was auch immer. Meine konkrete Frage an Sie, gibt es, weil ich bin in politischen Kreisen unterwegs, ich bin in ganz vielen Sitzungen unterwegs, ich bin bundesweit unterwegs und überall, wie Sie sagen, gibt es ähnliche Problematiken und wir waren auch in Medien und so weiter, es hilft alles nichts, es muss von oben kommen, also es muss von oben kommen und jemand muss sagen, so wird es gemacht. Das kann ich als kleine Bürgerin so nicht tun, aber ich versuche es überall zu streuen. Ja. Meine konkrete Frage, gibt es Arbeitskreise, übergreifend bundesweit von mir aus oder auch landesweit, wo man mitwirken kann an diesen Strukturen, also wo auch interdisziplinäre Gruppen zusammensitzen und an solchen Konzepten arbeiten. Sie haben es bei sich geschafft, das umzusetzen. Wie schaffen wir das bei uns? Also wie gibt es irgendwie eine Einrichtung, irgendeinen Kreis, wo man sich einnisten kann? Wenn Sie in Ihrem Bereich aus den unterschiedlichen beruflichen Disziplinen 4, 5 Leute kennen, die so ähnlich denken wie Sie und dieselben Interessen haben und dieselben Ziele vor allen Dingen, dann ist das möglich. Dann ist das möglich. Dann wäre es nur ein Coaching. Und das haben wir mal 2 Jahre lang in Baden-Württemberg gemacht. Das war aber in den Nullerjahren und da konnte man das dann noch bis vor 3, 4 Jahren, konnte man die Auswirkungen noch antreffen, aber jetzt ist das mittlerweile auch wieder kollabiert, weil es eben nicht diese für meine Vorstellungen sinnvollen verpflichtenden Rahmenbedingungen gibt. Aber das ist möglich. Wenn Sie 3, 4 Leute, so war das bei uns auch gewesen, es haben sich zufällig 4, 5 Leute zur selben Zeit getroffen. Dadurch, das war ein Zufall, dass das entstanden ist. Das war gar nicht gewollt. Das war ein Zufall, dass das entstanden ist und hat fast 20 Jahre lang dann unglaublich gut funktioniert. Mit tollen Ergebnissen. Das Rad muss gar nicht neu erfunden werden, sondern das kann man sehr gut vermitteln. Und das könnten Sie selbst in die Hand nehmen. Ja. Wie hat Sie müssen, nein, gesagt? Wenn Sie Glück haben, noch einen Richter oder eine Richterin finden. Wie hat Lao Tzu gesagt, oder was Konfuzius, der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Ja. Meilen hat er gesagt, 1000 chinesische Meilen beginnen mit dem ersten Schritt. Was Konfuzius sagt. Lao Tzu. Ja, Konfuzius. Ne? So abgewandelt, die größte Gruppe beginnt mit dem ersten Menschen. Ne? So, jetzt ist ja die Idee, weil es ist auch ein Phänomen, jeder kommt auf eine Idee, er findet das Neue, dann macht man einen neuen Verein, eine neue Gruppe, noch was. Ne? Ich würde dafür plädieren, das zu nutzen, was da ist. Und wir haben ein Riesenpotenzial im Verein, dass wir das ausnutzen. Das ist das Wiki als elektronische Plattform und dann Fachbereiche, Arbeitsgruppen. Sehr gerne. Ich glaube, das war ein relativ gutes Schlusswort. Wir nähern uns 11:15. Wir werden noch mal ein bisschen umstrukturieren. Peter ist ein bisschen verspätet dran. Was wir mit mir machen, müssen wir noch gucken. Ich würde mich erstmal gerne recht herzlich bedanken bei Caroline von Frankenberg, Herrn Professor Schale, Herrn Bruder Schmale. Professor Gegner und Beato Trossen. Und wir gehen dann über zum ersten Vortrag von heute.